Der nächste Tag war wieder voller Highlights. Als erstes wollte ich zur Columbia-Universität. Das ist wie Harvard auch eine Ivy League, also eine Elite-Uni der USA. Und wieder hat es geschneit. Ich weiß nicht, warum es immer schneit, wenn ich Elite-Unis besuchen will. Wahrscheinlich will mir eine höhere Macht sagen, dass Elite-Unis und ich einfach nicht zusammenpassen. Die Gebäude und der Campus sehen ganz nett aus. Und vor der Bücherei steht eine Statue der Alma Mater, unserer gütigen Mutter, die uns mit Wissen nährt. Danach weiter durch den verschneiten Central Park zum Met, zum Metropolitan Museum of Art. Dort gab es viel Kunst und auch wieder Van Goghs. Und jetzt kommt, glaube ich, die Park Police und möchte, dass ich hier verschwinde. Scheiße. Da haben wir es. Und vor langer Zeit habe ich mal im Guinness Buch der Weltrekorde gelesen, dass sich hier gegenüber vom Met die teuerste Wohnung der Welt befinden soll. Wie schon gesagt, drin gab es sehr viel Kunst aus so ziemlich allen Regionen und allen Epochen. Das ging von europäischer über asiatischer oder indianischer Kunst eben auch bis hin zur ägyptischen Kunst, wie man hier sieht. Und das hier war cool. Die hatten einen Raum voller Schmuckstücke mit Diamanten besetzt. Ich bin sonst nicht so der Diamanten-Fan, was vielleicht auch daran liegen könnte, dass ich mir keine leisten kann. Aber die haben hier so schön gefunkelt und ich hätte am liebsten was mitgenommen. Das hätte nicht mal was Großes sein müssen. Das wäre doch niemandem aufgefallen. Zum Beispiel hier dieser Schmetterling. Den braucht doch sonst sowieso keiner, oder? Aber nein, das haben sie mich nicht gelassen. Aber kommen wir zu den Gemälden. Davon gab es auf jeden Fall auch mehr als genug. Von all den bekannten Künstlern, wie hier zum Beispiel von Renoir. Und wer die Thomas Crown Affäre mit Pierce Brosnan gesehen hat, kann auch mit diesen beiden Bildern von Monet was anfangen. Aber auch wieder moderne Kunst, wobei ich Kunst in Anführungsstriche setzen würde. Aber das ist ja Geschmackssache und ich möchte hier auch nicht den Unmut der gewalttätigen Kunstszene auf mich ziehen. Und wieder ein Pollock. Jetzt mal ernsthaft. Kann mir mal bitte einer von euch in die Comments schreiben, was an diesem Pollock so toll sein soll? Ich verstehe das einfach nicht. Aber das fand ich cool, das habe ich verstanden, das soll keine größere Aussage haben, es soll einfach nur schön aussehen, wie die Farben des Spektrums nebeneinander angeordnet sind. Und dann, das absolute Highlight für mich in jedem Kunstmuseum, die Vincent van Gogh-Ausstellung. Nachdem ich ja in der MoMA die Sternnacht nunmehr zum dritten Mal gesehen habe, hat die mich nicht mehr so geflasht zurückgelassen, aber diese beiden. Immer wenn ich eines seiner Meisterwerke sehe, welches ich vorher noch nicht kannte, bin ich sowas von fasziniert und könnte stundenlang davor stehen und es einfach nur anstarren. Wie ich es auch hier getan habe, bei der Landschaft mit Zypressen. So, dank der aufmerksamen Park Police durfte ich jetzt meine Position wechseln. Aber wir waren dabei stehen geblieben, dass ich mal aus Manhattan raus wollte. Und zwar bin ich nach Brooklyn gefahren und zwar nach Williamsburg. Williamsburg ist das angesagte Hipsterviertel und dort habe ich ein Muffin bzw. ein Cupcake, ich kann das immer nicht auseinanderhalten, was ist, gegessen. Wem Cupcakes in Williamsburg was sagt, schaut auf jeden Fall so wie ich zu viel Fernsehen. Den Leuten, denen das nichts sagt, kann ich aber sagen, dass der Muffin wirklich gut geschmeckt hat. Zurück in Manhattan war ich in einem coolen Park, dem Highline Park. Dieser wurde auf dem ehemaligen Gleisbett einer Hochbahn angelegt und führt über den Straßen von New York, entlang des Hudson Rivers, unter anderem durch Tunnel in den Wolkenkratzern. Für mich war das bei minus 7 Grad noch etwas kalt zum Sonnenbaden, aber die New Yorker sind hart im Nehmen. Und dort bot sich mir die Gelegenheit, um meine Reise einen schönen Rahmen zu bilden. Und zwar begann sie bei 35 Grad und mit Kreuzfahrtschiffen und sie endet bei Minusgraden, aber auch mit einem Kreuzfahrtschiff. Danach ging so langsam die Sonne unter und ich war total clever. Ich habe die kostenlose Staten Island Ferry genommen und bin im Sonnenuntergang hingefahren und im Dunklen zurückgefahren. So hatte ich zwei grandiose, kostenlose Blicke auf die Manhattaner Skyline, welche wir hier sehen, mit dem Ferryport, mit dem Battery Park und natürlich dem neuen World Trade Center.
also das ist Manhattan, dann ein Schwenk rüber nach New Jersey und weiter der Schwenk über Ellis Island hin zu der Freiheitsstatue und der postkartenmotivähnlich untergehenden Sonne. Das letzte Quiz meiner kleinen Reihe handelt natürlich auch von New York. Es lautet, wie viele Taxis gibt es in New York City? Bitte nicht im Internet nachschauen und die Antwort bitte in den Comments-Bereich, wie immer. Wer am nächsten dran liegt, gewinnt, weil ich ja weiß, dass ihr alle die USA so über alles liebt, diese US-amerikanische Flagge. Und noch einen Tag hatte ich vor mir in New York und dieser begann mit Shopping. Ich konnte mich aber nur dazu durchringen, Socken zu kaufen. Socken kann man immer gebrauchen und da kann man auch nicht viel falsch machen. Und wenn man in New York irgendwo hin möchte, dann benutzt man natürlich die U-Bahn. Und ein Knotenpunkt des Nahverkehrs sowie des Fernverkehrs ist die berühmte Grand Central Station mit ihrem Grand Central Terminal und zig Leuten, die kreuz und quer laufen, aber alle mit einem Ziel. Bilder vom Sockenkaufen erspare ich euch, aber ich habe ein Zusatzquiz für euch in dieser Folge. Und zwar würde ich gerne wissen, was dieser Zähler zählt. Ich habe es nicht herausgefunden, deswegen möchte ich das von euch wissen. Also, wer mir die richtige Antwort sagen kann oder die lustigste Idee hat, der gewinnt ein paar Sportsocken. Und hier alle Informationen, die ihr vielleicht braucht, um es herauszufinden. Und zwar hängt dieser Zähler an der Südseite des Union Squares an der 15. Straße Ost. Und aufgenommen habe ich das am 27.02. um 11.36 Uhr. Und danach zum Ground Zero, zum 9/11 Memorial. An dem Ort, an dem 2001, ist auch schon wieder 12,5 Jahre her, das World Trade Center attackiert wurde und schließlich zusammenstürzte. An den Stellen, an denen die beiden Türme standen, sind jetzt quadratische Einsenkungen aus Marmor, in die stetig Wasser herunterstürzt und die Namen der Opfer eingraviert sind. Aber die USA wäre nicht die USA, wenn sie nicht aus einem solchen traumatischen Rückschlag mit noch größerem trotzigen Patriotismus wieder aufstehen würde und genau an diesen Ort, der wie kein anderer für die eigene Verwundbarkeit steht, ein neues, noch höheres und größeres World Trade Center bauen würde. Ein Besuch in New York wäre natürlich nicht vollständig gewesen, hätte ich nicht auch den Times Square, dem Sinnbild für die Dekadenz des westlichen Turbokapitalismus, besucht. Aber mit der ganzen leuchtenden Werbung, welche den Times Square auch nachts taghell macht, ist ja schon was ganz Besonderes und hat auch was Schönes. Aber neben der Werbung machen vor allen Dingen die verrückten Leute das Flair des Times Square aus. Neben Indianern, Panflötenbands als Maskottchen verkleideter Menschen und Werbeleinwände mit Explosionen drauf, gibt es auf dem Times Square auch ein Rekrutierungsbüro. Natürlich mit einer großen, leuchtenden US-Flagge. Und dort leben auch wunderschöne Riesenmenschen, die 15 Stockwerke hoch sind, laufen, aber nicht von der Stelle zu kommen scheinen. Ich glaube, man hält sie gefangen. Der Times Square ist aber vor allen Dingen auch für seine jährlich stattfindende Silvesterfeier bekannt, bei der Hunderttausende gemeinsam das neue Jahr einläuten. Alkohol ist absolut verboten und es gibt strenge Security-Kontrollen. Dafür treten dann aber auch die größten US-Stars auf und gemeinsam wird darauf gewartet, dass diese Kugel herabgelassen wird und sie das neue Jahr einläutet. Was? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier gibt es eine Achterbahn, ein Riesenrad und einen breiten Sandstrand. Ja, auch das ist New York. Ich habe mich in die U-Bahn gesetzt und bin ganz weit bis zur Endhaltestelle nach Coney Island gefahren. Dort gibt es einen Freizeitpark und einen wunderschönen Atlantik-Sandstrand. Natürlich war das mal wieder menschenleer, weil es bitterkalt war. Das war es dann auch schon aus New York und von meiner Reise.
eins bleibt mir noch. Und zwar hatte ich noch einen Spezialauftrag der kleinen Finja bekommen. Ich sollte eine Karte, die ich hier in der Hand habe, mit ihrer Adresse versehen und am Fuße der Freiheitsstatue an einem Luftballon in die Luft fliegen lassen. Da leider bei diesen Temperaturen auch keine Luftballons verkaufen werden, muss ich mal wieder ein bisschen improvisieren. Aber diese Karte wird den Weg irgendwie finden. Also, wie versprochen, ich versuche ein bisschen zu improvisieren. Aus der Luftballonpost wird eine Flaschenpost. Hier ist sie drin. Ich hoffe, sie kommt trotzdem an und ich hoffe, du bist damit zufrieden. Und da schwimmt sie, ganz alleine. Ich hoffe, es nimmt sich hier jemand an, schreibt die Karte und schickt sie dir. Auf eine Zusammenfassung verzichte ich angesichts der unfassbaren Kälte hier, aber vielleicht kommt ja noch ein Best-of oder so. Aber eins kann ich euch sagen, und zwar, wenn ihr so eine Reise macht, was ich jedem empfehlen kann, macht sie aber nicht im Januar oder Februar, denn da ist es in Südamerika unglaublich heiß und in Nordamerika unfassbar kalt. Exemplarisch dafür seht ihr hier jetzt noch einmal die Bilder vom halb zugefrorenen Niragara-Fall. Damit bleibt es mir nur noch, mich bei euch zu verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich werde irgendwann mal die Gelegenheit haben, wieder sowas zu machen. Dann hoffentlich auch wieder mit euch. Sollte irgendjemand von euch Kontakte in der Medienbranche habt, dürft ihr das gerne den einflussreichen Leuten bei den großen Sendern zeigen und darauf drängen, dass die mir eine Reise bezahlen und ich meine eigene Show bekomme. Bilder gibt es bei Facebook und für Feedback bin ich auch immer offen. Ihr wisst ja, wie ihr mich kontaktieren könnt. Und wer noch Fragen hat, kann die gerne in den Comments-Bereich schreiben und ich beantworte sie gerne. Ich bedanke mich bei den 100 treuen Zuschauern und hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Auf Wiedersehen und ich hoffe, bis bald.